Ja, heute meinen Fragen und Antworten zum Thema Live-Coaching mal aus dem Seminarraum in Nürnberg. Ich bin hier für 4 Tage, gebe Seminar. Und ja, da hat mir ein Teilnehmer heute eine Frage gestellt, die ich gerne hier auch mal auf meinem YouTube-Kanal beantworte. Der hat nämlich schlicht und einfach gefragt, Sabine, wie bist denn du auf die Idee gekommen, Live-Coach zu werden? Ja, ich musste dann ehrlich gestanden erstmal überlegen, weil ich habe mir da gar nicht so wirklich Gedanken drüber gemacht, wie ich auf die Idee kam. Es war so, ich war mit einem Freund zusammengesessen, wir haben uns so unterhalten über das, was wir so tun. Und ich habe ihm dann auch erzählt, dass ich im Grunde genommen nicht so zufrieden bin, so wie es bei mir gerade läuft und was ich so mache, dass das gar nicht so das ist, wo mein Herz mich hinzieht. Und dann kam so, ja, wo zieht's dich denn hin? Und ich habe in dem Moment gar nicht lange überlegt, sondern das schoss so wirklich aus mir raus, ja, am liebsten würde ich als Life-Coach arbeiten. Und dann habe ich das mal einen Moment sacken lassen, weil mein Gegenüber nur kurz eine Augenbraue hochgezogen hat, wissend gelächelt hat und gemeint hat, aha, okay, interessant. Und dann ging es los. Und dann ging es Schlag auf Schlag los, dass ich gesagt habe, das ist genau das, was ich mache, weil letztendlich coache ich Menschen jetzt schon so lange in unterschiedlichen Bereichen und habe auch die Erfahrung gemacht, dass immer mehr Menschen von sich aus auf mich zugekommen sind, mir ihre Geschichten erzählt haben, sehr vertrauensvoll, wirklich Dinge, die man nicht einfach jedem Fremden so erzählt und dass da mein Talent liegt, dass mich das ausmacht, dass ich auch diese spezielle Art habe, ja, anscheinend auch tatsächlich ausstrahle. Du kannst mir alles erzählen, du kannst mir deine Geschichte anvertrauen. Ich werde dich nicht verurteilen, ich werde nicht werten. Ich werde dir nicht sagen, mach doch so und so, das ist das Beste für dich. Nee, ich hinterfrage manchmal, um Sachen besser zu verstehen. Ich hinterfrage, wenn ich merke, dass du selber nicht sicher bist in deinen Aussagen, um dich zum Nachdenken zu bringen. Und natürlich hinterfrage ich auch, wo soll denn deine Reise hingehen oder was wünschst du dir denn vom Leben, damit du mit einem strahlenden Gesicht durchs Leben gehen kannst oder wenn dich jemand fragt, dass du aus tiefstem Herzen sagen kannst, ich bin glücklich, ich bin zufrieden mit meinem Leben, so wie es ist. Ja, und so wurde der Life-Coach Sabine Osmanowitsch geboren und ich finde es toll, dass ich das mache. Ich habe einen wunderbaren Job. Es ist so schön, was ich für unterschiedliche Menschen kennenlerne, mit ganz, ganz unterschiedlichen Geschichten. Und wenn ich die dann oftmals auch über einen längeren Zeitraum begleite, so diese Entwicklungsschritte miterleben zu dürfen. Und ja, es gibt auch mal einen Rückschlag und da bin ich dann eben auch da, um mal aufzufangen. Manchmal bin ich auch die Kummerkastentante und zwischendurch, ja, ist es auch mal so, dass ich dich in den Arm nehme und sage, hol dich aus und danach schauen wir, wie es weitergehen kann. Und ja, das ist das, warum ich Life-Coach geworden bin. Weil es so schön für mich ist, zu sehen, wie du dich weiterentwickelst, wie du deine Schritte gehst und wie du wächst an deinen Aufgaben, an dir selbst und ja, zum Schluss dein Leben so lebst, dass du sagen kannst, ich bin glücklich. Wenn du jetzt auch Lust hast, mit mir zusammenzuarbeiten, dann geh auf meine Webseite, da gibt es den Menüpunkt Buchung und vereinbar doch dieses kostenfreie Erstgespräch mit mir, wo wir einfach gucken, wie kann ich für dich da sein? Bist du der Richtige für mich? Bin ich der Richtige für dich? Und dann schauen wir, wie es weitergehen kann. Sei gespannt, ich werde noch weitere Fragen beantworten. Für heute erstmal danke, dass du dir dieses Video angeschaut hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss.